Schon wieder droht ein schwerer Herbststurm, mittlerweile der dritte in dieser Saison. Und deshalb der eindringliche Warnhinweis für Sie, halten Sie sich am Wochenende von Bäumen fern. Das ist lebensgefährlich. Waldspaziergänge sind absolut tabu. Äste können abbrechen, Bäume können umstürzen und auch sonst können viele Gegenstände umherfliegen. Das Ganze geht schon am Samstag im Laufe des Tages los mit ersten Sturmböen an den Küsten, auch in den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen. Steigert sich in der Nacht auf den Sonntag an der Nordseeküste. Hier schwerer Nordweststurm durch die Windrichtung, auch die Gefahr einer Sturmflut. Und der Höhepunkt des Sturms von Sonntag früh bis Sonntagmittag. Dann wandert dieses Sturmfeld auch weiter in Richtung Südosten. Also Erzgebirge, Bayerischer Wald, da sind zum Teil Orkanböen möglich, aber bis in tiefe Lagen in den östlichen Landesteilen zum Teil schwere Sturmböen oder orkanartige Böen. Und das Ganze ist am besten bei diesem Wetter wirklich zu Hause zu überstehen, denn wir haben auch noch den Regen am Samstag noch nicht allzu viel. Im Laufe des Samstagabends und der Nacht auf Sonntag regnet es dann teilweise ziemlich intensiv und die Kaltfront des Tiefs kommt dann an die Alpen voran. Dahinter gibt es noch einzelne Schauer und die fallen in höheren Lagen des Erzgebirges und am Alpenrand teilweise als Schnee. Dieses kleine Tief, das entsteht hier über dem Nordmeer, zieht dann ziemlich schnell über Südnorwegen und Südschweden bis in Richtung Polen. Und hier, wo diese Isobaren am stärksten gedrängt sind, da ist der Wind auch am kräftigsten und dahinter kommt eben die Polarluft zu uns nach Deutschland. Der Ablauf kurz: am Samstag im Norden und Osten dichte Wolken, nach Südwesten hin zeitweise Sonnenschein und im Laufe des Tages setzen dann auch verstärkt Regenfälle im Norden und Osten ein. Temperaturen bei etwa 8 bis 14 Grad. Der Wind frischt eben auf und am Sonntag vor allem von der Nordsee bis zu den östlichen Mittelgebirgen die größte Sturmgefahr. Das Ganze noch mit länger anhaltenden Niederschlägen am Alpenrand. Sonst gibt es Schauerwetter, der freundlichste Streifen von Schleswig-Holstein bis nach Sachsen-Anhalt. Und am Montag am Brückentag dann insgesamt langsam Wetterberuhigung, aber dabei ist es dann auch ziemlich kalt.